Leute, ich begrüße euch mal wieder zu einer neuen Folge von Wird diese Karte verboten? Und zwar dieses Mal zu der Karte Masterpiece, der wahre Drachoschlachtkönig. Eine der unbeliebtesten Karten aller Zeiten fast schon. Denn die Karte ist das Bossmonster von Tudraco, dem aktuell zweitbesten Deck überhaupt, nach den Panelmagiern. Und das ist halt schon ziemlich solide, muss man sagen. Und das hier ist halt eins der heftigsten Tower-Monster, die wir jemals gesehen haben. Und es ist schon ziemlich OP, muss man sagen. Die Frage ist jetzt nur, sollte die Karte verboten werden? Und diese Frage werde ich heute beantworten. Die Karte ist ein Stufe 8 Lichtmonster mit dem Typen Würm und wir werten 2950, 2950 und dem Effekt, um diese Karte offen als Tributbeschwörung zu beschwören, kannst du eine oder mehr permanente Zauber- oder Fallenkarten, die du kontrollierst, sowie Monster als Tribut anbieten. Bleibt von den Effekten von Karten mit demselben Kartentyp, Monster, Zauber oder Falle, wie der Grundkartentyp der Karten, die als Tribut für ihre Tributbeschwörung angeboten wurden, unberührt. Once per Turn, während des Spielzuges eines beliebigen Spielers, falls du dieses als Tributbeschwörung beschworene Monster kontrollierst, du kannst eine permanente Zauber- oder Fallenkarte von deinem Priester verbannen und dann eine andere Karte auf dem Feld wählen, zerstöre sie. Und diese Karte hier ist dermaßen stark, dass sie teilweise im Alleingang Insta-Win ist, wenn der Gegner kein Out dagegen hat, ja? Und das ist schon ziemlich gemein, muss man sagen. Das Problem ist, die Karte ist raussuchbar durch die Karte Dragonische Darstellung, der Field Spell, und der ist wiederum raussuchbar durch Terraforming. Das heißt, an Masterpiece wird man wahrscheinlich fast jedes Mal rankommen, was schon mal eine blöde Voraussetzung ist. Und dann muss man für diese Karte hier zwei Karten wegtributen, ja? Und das können entweder Monster sein, ganz klassisch, oder halt Spell oder Traps, die permanent sind. Sprich, egal was man hat, ja? Man kann es für den Masterpiece wegtributen und deswegen kommt er wahrscheinlich safe innerhalb von einer Runde aufs Board, ohne große Probleme. Und das ist hier halt das Problem. Und die Karte hier ist immun gegen das, was man für sie Wegtribut hat. Das heißt, entweder gegen, ja, Monster und Zauber, oder gegen Monster und Fallen, oder gegen Zauber und Fallen. Aber nie gegen alles da gleichzeitig. Und dementsprechend kann man halt nie alles abdecken, aber man kann halt den Großteil der Dinge, die Masterpiece schaden würden, einfach abschirmen. Und das ist eine verdammt gute Möglichkeit, einen guten Tower aufzubauen. Und es kommt noch dazu, dass die Karte sogar noch Karten crushen kann, sogar auch in der Runde des Gegners, indem man permanente Spell oder Traps vom Grave quasi verbannt. Und da man sowieso welche wegtributet hat für den Masterpiece, hat man normalerweise da immer welche am Start. Man kann die Karte übrigens auch rufen, indem man einfach zwei Monster oder so wegtributet, aber dann würde man logischerweise einen Teil des Schutzeffektes quasi aufgeben, deswegen macht man das nicht gerne. Normalerweise deckt man wirklich zwei Bereiche ab. Und das Schlimme ist halt, dass man quasi abschätzen kann, gegen was man spielt. Und dann kann man überlegen, welche Sachen man für Masterpiece wegtributen möchte. Und das heißt, der Gegner muss quasi auf allen drei Wegen einen Out gegen Masterpiece haben, um euch quasi die Masterpiece zu removen, ja? Weil sonst könnt ihr einfach die Sachen tippen quasi, die er hat, und das dritte, was er nicht hat, ja, kann er dann auch nicht als Out benutzen, weil er es nicht spielt. Somit muss er wirklich einen Monster-Out haben, einen Zauber-Out haben und einen Fallen-Out haben. Und häufig ist das einzige Zauber-Out ein Raigeki oder ein Darkhold oder so. Oder halt ganz simpel ein Kaiju, das könnte man immer machen, theoretisch. Aber naja, ob man das im Main Deck spielen sollte, ist auch wieder fraglich. Denn den ersten Masterpiece zu removen ist nicht immer Insta-Win. Also wir haben hier diverse Probleme. Tudraco hat schon mal einen Hit kassiert und ist nach wie vor in der Meta absolut dominant. Und das Schlimme ist einfach, das ist so ein Thema, das kannst du nicht einfach so durch den Banlist ausmerzen. Das geht halt nicht, weil diese Karten sind unfassbar leicht raussuchbar und funktionieren halt ganz normal weiter. Selbst wenn man jetzt so Karten wie Dynamite auf 0 gesetzt hat. Das klingt zwar erstmal ganz sinnvoll, aber Masterpiece ist trotzdem einfach ein Biest. Und dementsprechend muss man halt mehr hitten, um das Deckthema wirklich umzubringen. Ich muss sagen, man hat damals in dieser Zodiac-Ära sehr, sehr dumme Themen released scheinbar, die sich einfach zu markant in der Meta halten können, auch wenn man Karten bannt. Ich meine, bei Zodiac haben wir schon gesehen, man musste quasi fast jede Karte des Themas umbringen, um das Deckthema irgendwie mundtot zu machen. Und es wird heute noch als Anti-Variante gespielt. Es ist nach wie vor ganz okay. Und Masterpiece und das gesamte Tudraco-Deckthema ist ähnlich. Man muss wirklich eine ganze Menge Karten quasi hitten, damit das Thema endlich mal aus der Meta verschwinden kann. Und das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen lächerlich und das grenzt an schlechtes Spieldesign, muss ich fast schon sagen, dass man die Themen dermaßen Banlist immun macht, ja? Weil die Banlist ist halt das Tool, das das Spiel regulieren kann. Und wenn ein Deckthema ausrastet, sollte man das damit quasi auch regulieren können und das ging halt nicht, weil Tudraco ist nach wie vor halt ein bisschen zu stark wahrscheinlich. Und dementsprechend muss man auf jeden Fall was dagegen machen und eine Möglichkeit wäre natürlich Masterpiece jetzt zu verbieten, weil die Karte halt schon ziemlich dämlich ist, muss man sagen, ja? Die macht alleine einfach ein bisschen zu viel, wie ich finde. Das Ding ist, die Karte kam raus im Maximum Crisis und dieses Set erschien vor einigen Monaten, das heißt, sie ist nicht mehr brandaktuell und man könnte sie theoretisch jetzt hitten. Die Sache ist nur die, wir bekommen bald die Megatin 2018 und da wird Maximum Crisis gereprintet höchstwahrscheinlich. Das heißt, Masterpiece ist wahrscheinlich auch wieder mit am Start
um diese Tinboxen lukrativ zu machen. Deswegen könnte es sein, dass man den Masterpiece bis dahin nicht unbedingt auf Null setzen möchte und vielleicht wird man dann eher eine Limitierung anstreben oder die Karte gar unberührt lassen. Was ich persönlich aber ein bisschen dumm fände, also davon wäre ich jetzt gar nicht begeistert. Ich finde, die Karte ist sehr, sehr fragwürdig, muss ich sagen. Also, wie gesagt, die hält sich einfach zu krass in der Meta. Auch wenn To Draco nicht wirklich das beste Deck ist, weil Pendelmagier an sich ja ein bisschen mehr Broken-Potenzial haben insgesamt. Aber Masterpiece ist halt so eine Karte, die dafür sorgt, dass To Draco theoretisch für eine sehr, sehr lange Zeit die zweite Geige spielen kann, versteht ihr? Es wird eine Weile dauern, bis quasi To Draco so schwach geworden ist gegenüber neuen Themen, dass sie halt aus der Meta verschwinden werden, ja? Das wird noch ein heftigeres Krebsgeschwür als Invoked. Das wird man einfach nicht mehr aus der Meta tilgen können, es sei denn, man bringt es um. Und das Ding ist halt, jetzt gerade wäre es sinnvoll, Masterpiece zu verbieten. Aber wenn man jetzt noch ein, zwei Jahre wartet oder einige Monate, kann es schnell mal passieren, dass wir To Draco noch viele, viele Jahre sehen werden, weil es einfach nicht broken genug mehr ist, um gehittet zu werden, versteht ihr? Das könnte passieren, ja? Das würden natürlich To Draco-Fans sehr cool finden, aber ich persönlich, ich weiß ja nicht, was ich davon halten soll. Also ich bin jetzt nicht der Mega-To-Draco-Fan. Ich hate es auch nicht. Ich finde es interessant, dass das Thema so arbeitet, wie es halt arbeitet, weil es mal ein bisschen was anderes ist. Aber es ist halt auch eklig, muss man gestehen. Und mit Rogue-Decks und so hat man halt echt eine schwierige Zeit gegen Masterpiece. Und das Problem ist halt auch, dass man mit dem Schutzeffekt von dem Field-Spell den Masterpiece protecten kann, wenn man halt keine Zauberfehlen wegtributet hat. Das heißt, die Karte ist sogar noch immun gegen durch Kampfzerstörung once per turn. Und selbst wenn man, ja, Spells wegtributet hat, um den Masterpiece zu rufen, sprich man hat diesen Schutzeffekt nicht vom Field-Spell, kann man trotzdem beispielsweise eine Topaz Lightning wegschießen mit dem Effekt vom Masterpiece, um quasi das durch Kampf überrannt werden zu verhindern. Das heißt, der Gegner muss quasi zwei Möglichkeiten aufbauen, gegen Masterpiece im Kampf vorzugehen. Und welches Deckthema kann das einfach mal so? Man braucht mindestens 3000 ATK, das ist halt schon verdammt viel, ne? Und dementsprechend ist es halt eine Karte, die sich extrem gut halten kann. Also, ich würde da gerne mal eure Meinung hören. Ich finde, die Karte kann man auf 0 setzen. Wäre auf jeden Fall auch plausibel. Aber man muss es nicht. Und das ist halt hier das Problem. Wie gesagt, wenn man davon absieht, kann es gut sein, dass wir die Karte noch eine lange Zeit lang erdulden müssen. Wenn man es allerdings jetzt hittet, wird die Karte wahrscheinlich so lange auf 0 bleiben, dass das Deckthema nie wieder relevant ist. Also, das ist gerade so ein Knackpunkt, wo sich quasi Konami entscheiden muss, was man mit der Karte macht. Und ich frage mich, für was man sich entscheiden wird. Also schreibt mir gerne eure Meinung zu der Karte in die Kommentare und dann geht's beim nächsten Mal weiter mit einer weiteren Karte, die ihr mir auch gerne vorschlagen könnt.